Hallihallo, ich bin's mal wieder, euer Knosti und willkommen zu einem neuen Call of Duty Ghosts Video. Ihr seht schon in der Überschrift, heute soll es um die Moab in Call of Duty Ghosts gehen. Denn man hat im Trailer gesehen, dass es wieder eine Moab geben wird und um diese Szene handelt es sich. Noch nicht gesehen? Dann jetzt das Ganze noch einmal ein bisschen langsamer und danach werden wir die ganzen Screenshots analysieren. Ich glaube, spätestens jetzt konnte sich jeder ein Bild davon machen und jetzt werde ich einen Screenshot einblenden, wo wir nochmal sehen, wie die Moab ausgelöst wird. Wer es noch immer nicht gesehen hat, links unten seht ihr jetzt in so einem kleinen roten Kreis die Moab mit dem Countdown auf 0, darunter steht Losing. Im nächsten Screenshot habe ich das jetzt noch ein bisschen vergrößert, das heißt, ich sehe das Ganze jetzt nochmal genauer. Jetzt komme ich aber noch zu einem zweiten Screenshot, der jetzt nicht von mir persönlich ist, sondern vom Mirror's Mind. Der hat mir den zugeschickt, danke dafür, ist auch ein Kommentator aus Österreich und er bringt auch sehr, sehr viele Call of Duty Ghosts News, das heißt, schaut mal definitiv bei ihm vorbei, Link ist auch in der Beschreibung. Wir sehen hier einen Bildschirm, der ganz rot ist, also so wird es dann aussehen, wenn die Moab zerstört. Also wenn die Moab explodiert, vielleicht wird sie auch anders genannt, das weiß man eben noch nicht, aber wir nennen sie jetzt mal Moab, weil das Zeichen von MW3 genauso aussieht. Noch dazu muss man sagen, dass die Moab Leute töten wird. Noch mehr dazu muss man sagen, dass es viele Sachen auf der Map zerstören wird. Man hat schon vorher in dieser kleinen, im Trailer gesehen, dass der Kopf von dieser Statue abgeflogen ist. Das heißt, es werden noch mehrere Sachen zerstört werden. Es werden Dinge umgeworfen werden. Aber jetzt kommen wir zurück zu dem Screenshot. Ihr seht rechts oben, dass der Danger Storm eben jemanden mit dieser Moab gekillt hat. Das heißt, es ist jetzt nicht so wie bei Black Ops 2 nuklear, dass man einfach so bekommt, sondern man kann es wirklich einsetzen und es tötet Leute. Ob es jetzt wirklich aus ist danach, weiß man jetzt beim jetzigen Stand noch nicht. Das heißt, man weiß jetzt nicht, ob es wie in MW3 eine normale Moab ist oder sie wie in Modern Warfare 2 als Nuke fungiert. Man weiß auch noch nicht, ob man sie mit Killstreaks erreichen kann oder wie in Modern Warfare 3 eben alle Waffen mit der Waffe, alle Abschüsse mit der Waffe erledigen muss. Glaube ich, das ist sogar das Realistischere, denn es gibt ja eben wieder die Specialist Perks und ich glaube, da können wir uns drauf gespannt sein. Schreibt auch mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr dazu hält und ob ihr das gut findet, dass die Moab wieder zurück ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet das Video mit dem Daumen nach oben und somit sage ich Tschau und bis zum nächsten Video, euer Knosti.